Mit dem Schwerbehindertenausweis warten zum Teil wirklich wichtige Nachteilsausgleiche auf dich. Der bekannte ist vielleicht die Möglichkeit, 2 Jahre früher in Rente zu gehen und das auch noch ohne Abschlag. Doch nicht mit jeder Krankheit oder Behinderung gibt so automatisch den Schwerbehindertenausweis. Welche Krankheiten am häufigsten zu diesem Status führen, das erklären wir im heutigen Video. Hallo und herzlich willkommen beim SOVD Schleswig-Holstein und ich bin Christian Schulz. In Deutschland haben aktuell rund 8 Millionen Menschen eine anerkannte Schwerbehinderung. Diese Daten und noch alles weitere, was wir jetzt in diesem Video kundtun, das kommt vom Statistischen Bundesamt. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Woran diese Menschen jetzt genau leiden, dafür, dass sie eine Schwerbehinderung bekommen, das geht aus diesen Statistiken leider nicht hervor. Wir sehen also nicht die wirkliche Diagnose, sondern immer nur die Gruppen, die bestimmte Krankheiten zusammenfassen. Und in diesem Video wollen wir uns mal die 5 häufigsten dieser Gruppen anschauen. Mit 9% aller schwerbehinderten Menschen auf Platz 5 ist die zerebrale Erkrankung. Das ist natürlich eine ganze Palette von Erkrankungen, wie auch bei allen anderen Gruppen, und betrifft hier immer Behinderungen oder Krankheiten, die das Gehirn betreffen. Beispielsweise das Aneurysma, wenn eine Ader im Gehirn platzt, das wäre so eine zerebrale Erkrankung. Danach auf Platz 4 mit 10%, da kommt eine Erkrankungsgruppe, die ich persönlich eigentlich deutlich weiter oben vermutet hätte. Und zwar sind das die Erkrankungen, die Wirbelsäule und den Rumpf betreffen. Klassische Vorstellung ist ja immer so eine ältere Person, die ein bisschen krumm läuft, vielleicht weil da was versteift wurde an der Wirbelsäule. Aber so häufig ist das anscheinend gar nicht, zumindest nicht so schwer, dass es eine Schwerbehinderung nach sich zieht. Wie gesagt, nur 10% aller aktuellen Schwerbehinderungen sind auf diese Krankheitsgruppe zurückzuführen. Knapp davor, mit 11% auf Rang 3, sind die Erkrankungen und Behinderungen, die Arme und Beine betreffen, also die Gliedmaßen. Das sind natürlich häufig Amputationen oder auch wenn Arme und Beine nicht mehr funktionstüchtig sind. Immerhin auf Platz 2, aber trotzdem nur mit 13% aller Schwerbehinderungen in Deutschland, kommt die Gruppe der psychischen Erkrankungen. Hätte ich eigentlich auch gedacht, dass das mehr sind als 13%, denn darunter fällt ja auch eine ganze Menge. Die klassische Depression zum Beispiel oder auch Angststörungen. Es gibt ja sehr viele unterschiedliche Krankheitsbilder hier in dieser großen Gruppe. Aber wie gesagt, nur 13%, das heißt zwischen jedem 7. und jedem 8. Menschen in Deutschland mit Schwerbehinderung, die fallen unter diese Gruppe der psychischen Erkrankungen. Auf dem Spitzenplatz, was das Thema Schwerbehinderung angeht, liegt in Deutschland mit 25% die Gruppe der inneren Organe, also zum Beispiel Herz oder Lunge. Also jeder 4. in Deutschland, der eine Schwerbehinderung hat, leidet an einer Krankheit, die mit den inneren Organen zusammenhängt. Kann natürlich auch der Magen sein oder auch der Darm. Also es kennt ja fast jeder vermutlich jemanden in seinem Freundes-, Familienbekanntenkreis, der an irgendeiner Art von chronischer Darmerkrankung leidet. Das waren jetzt die 5 häufigsten Erkrankungen, die zum Schwerbehindertenausweis führen können, oder die 5 häufigsten Krankheitsgruppen. Wie gesagt, wenn du dazu mehr erfahren willst, schau gerne unten in die Videobeschreibung, da habe ich nochmal den Link zu den offiziellen Daten eingefügt. Natürlich führt nicht jede Krankheit oder Behinderung, auch nicht aus diesen Gruppen, automatisch zum Schwerbehindertenausweis. Was du wissen musst, damit du beim Antrag und bei der Vorbereitung zum Antrag möglichst alles richtig machst, das habe ich in diesem Video erklärt. Für heute war es das. Ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen und sage ciao und bis bald.